Ja, Manuel, herzlichen Glückwunsch zu diesem famosen Debüt, muss man sagen, bei den Profis des FC Wacker Innsbruck gegen den LASK. Bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und hast sofort überzeugen können. Wie hast denn du das Spiel gesehen? Ja, es ist auf jeden Fall im Nachhinein ein super Erlebnis gewesen, weil ich eben seit fast einem Jahr nicht mehr gespielt habe in der Bundesliga. Und ja, am Anfang natürlich extrem schwer gewesen zum Reinkommen, vor allem gegen die Mannschaft, die vor Anfang an Druck gemacht haben, mit der ersten Chance nach, weiß ich, ein paar Sekunden schon vor unser Tor gekommen sind. Und ja, ich finde, dass wir dann aber trotzdem starke Defensivleistung geboten haben, vor allem in der ersten Halbzeit alles dagegen gehalten, wenig richtige Torschancen zulassen haben. Sie sind zwar schon viel vor unser Tor gekommen, aber nicht wirklich so, dass sie ein Tor machen haben müssen. Und das haben wir eben bis zur Halbzeit durchgehalten. Und ich finde, dass wir dann in der zweiten Halbzeit auch mehr das Spiel in die Hand genommen haben, probiert haben zum Fußballspielen und ja, durch für die starke Defensivleistung vor allem belohnt worden sind mit dem Tor und dann eben bis zum Schluss noch die Null gehalten haben. Das war das Wichtige in dem Spiel. Ja, der Spielplan ist voll aufgegangen. Endlich das erste Mal in dieser Saison, dass die Null steht. Du warst ja auch, hast auch einen recht großen Anteil daran. Ich habe mal kurz in die Statistik geschaut. Für jemanden, der 90 Minuten lang spielt, 100% Zweikampfquote, das kann sich sehen lassen. Ja, also ich habe es auch gesehen. Ist zwar, weiß nicht, ob das genau zu 100% stimmt, aber es ist natürlich für einen Innenverteidiger vor allem extrem super, wenn die Zweikampfquote bei 100% liegt. Also eigentlich unglaublich, aber natürlich freue ich mich da sehr drüber und das ist eigentlich auch das Ziel, keinen Zweikampf zu verlieren und so auch die Null zu halten mit der ganzen Mannschaft, aber trotzdem. Du bist im Sommer von der Admira gekommen, hast schon angesprochen, du hast auch für die Admira, ich glaube, 22 Spiele in der Bundesliga gemacht, ansonsten warst du, ich glaube, bei 43, 44 Spielen in der Regionalliga Ost. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es im Tivoli ein kleiner Unterschied ist zu spielen, als wie bei der Admira im Stadion. Ja, also wenn man im Spiel drin ist, dann kriegt man das rundherum eh nicht so mit. Aber nach dem Spiel vor allem ist schon geil, wenn man vor der Fankurve steht und ja, vor allem mehr Fans als in der Südstadt da sind, die dich anfeiern. Es war dort genauso geil für einen Sieg zum Feiern wie da, nur hast halt dann noch mehr Fans da, die dich unterstützen und vielleicht doch ein bisschen lauter sind. Und ja, das ist schon ein super Erlebnis, dann vor allem daheim zu gewinnen und Sieg zum Feiern. Bisher bist du vor allem bei Wacker Innsbruck 2 zum Einsatz gekommen, bist dort Stammspieler. Jetzt das erste Spiel mit den neuen Jungs unter Anführungszeichen. Erzähl mal, wie war denn das? Wann hast du denn erfahren, dass du da zum Einsatz kommst? Es war, glaube ich, erst am Dienstag letzte Woche, dass ich eben oben dabei bin. Ich habe ja schon gewusst, dass der Moisi eben gesperrt ist, der Baumi verletzt und beim Beric habe ich eben nicht gewusst, ob er spielen kann. Dann habe ich eben mittrainiert die ganze Woche und ja, und im Laufe der Woche, dann Mittwoch, habe ich Donnerstag circa erfahren, dass ich spielen werde. Und ja, habe mich eben so gut wie es geht vorbereitet auf das Spiel. Und ja, hat dann auch gut funktioniert mit den Jungs aus der ersten Mannschaft und haben mich auch super aufgenommen, wie auch in der zweiten Mannschaft, die ich gekommen bin. Du hast mit dem Hupfi ja gleich noch einen mit heraufgenommen sozusagen. Der Hupfi ist zwar schon viel länger dabei im Kampfmannschaftskader, aber man sieht doch, dass ihr von der zweiten Mannschaft sofort auch in der Bundesliga realisieren kannst. Ja, ich finde, dass auch der Hupfi das super gemacht hat und vielleicht auch in der zweiten Mannschaft, dass wir gut gespielt haben und der Unterschied dann, es ist zwar viel höheres Niveau, aber jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied zur zweiten Liga. Und ja, wir sind gut ins Spiel reinkommen und wenn es dann einmal läuft, dann ist es schwer, dann wieder rauszukommen. Und das Selbstvertrauen, wenn man das einmal hat unter dem Spiel, dann läuft es meistens auch bis zum Ende durch und wenn man konzentriert das durchzieht. Du hast den Niveauunterschied angesprochen, wo liegt denn der genau? Weniger Zeit hat man, finde ich, am Ball vor allem. Wenn man einen Ball hat und nicht sofort eine Lösung hat, hat man meistens gleich einen Gegner. Und ja, gegen den Ball ist auch vor allem jetzt gegen LASK mehr Druck da gewesen. Es gibt andere Gegner, die das Spiel anders machen und weniger Druck da ist. Aber ja, das sind die zwei Hauptthemen.
Jetzt hast du schon etwas einleben können da in Innsbruck und in Tirol. Tja, wie sind denn Land und Leute so zu dir? Ja, also von Anfang an, wie gesagt, die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich habe ja eben bei der zweiten Mannschaft mittrainiert, es sind viele Junge dabei. Die meisten sind jünger wie ich, gleichaltrig und ein paar sind älter, aber alle super aufgenommen. Habe auch sofort eine Wohnung da gekriegt, in der Nähe vom Stadion, auch nicht lang her. Und ja, haben auch schon ein paar Sachen gemeinsam unternommen, gemeinsam essen gehen und es passt super alles. Bin sehr glücklich da. Sehr gut. Gestern war ja ein Testspiel im Oberland, in Ried in Oberland. Und ja, waren auch, glaube ich, 600 Leute zuschauen. Wie war das Spiel so? Ja, also ich habe den Gegner nicht kannt. Ist eine Auswahl gewesen. Ja. Es ist halt schwer, dann trotzdem die Konzentration zu halten, wenn man jetzt fast 10 Tore in einer Halbzeit schießt. Aber wir haben es eben geschafft, gut. Die Tore gemacht, also die Chancen gemacht, wenn wir es gehabt haben und ja, konsequent bis zum Schluss durchgespielt. Ja, kann man so mitnehmen in der Länderspielpause, aber jetzt muss nicht öfter. Ich habe gehört, Volksfest, ähnliche Stimmung war, ihr seid gut aufgenommen worden, viele Autogramme geschrieben. Wie haben denn die Kids auf euch reagiert? Ja, sind viele, vor allem kleinere Kinder zu uns gekommen, haben Fotos gemacht, Autogramme haben wir geschrieben und ja, ich finde es vor allem wegen den Kindern, dass das gut ist, wenn man solche Spiele dort hat, was auch ein bisschen weiter weg ist von Tirol, von Innsbruck, dass man auch die Fans dort anspricht und vielleicht dann dadurch mehr Zuschauer ins Stadion lockt. Gut, Manuel, dann bedanke ich mich fürs Interview, gratuliere noch einmal und ich hoffe, dass man dich noch öfter sehen wird. Danke.